Ja, herzlich willkommen. Heute wollte ich euch einmal Natural Born Killers im Director's Cut vorstellen. Und zwar ist das eine 3-Disc Deluxe Limited Edition mit einer ja, kleinen Filmbüste. Und dieses Boxset gab es eigentlich in dieser Variante zweimal. Einmal halt mit einer weißen und mit einer schwarzen Büste, war insgesamt limitiert je auf 500 Stück und unter der Büste war halt dann immer die Nummerierung. Ja, das hier hat Laser Paradise in ja, Bronze halt nochmal neu rausgebracht, aber relativ inoffiziell, also das konnte man offiziell nicht kaufen. Die haben das wahrscheinlich einfach so dann irgendwie unter der Hand verkauft. Und ja. Sieht sehr schön aus, hier vorne dann halt der Schriftzug ein bisschen geprägt und halt ja, glänzend. Sehr cool aus. Und hier oben halt auch. Dann haben wir hier einmal die Seitenansicht. Und die andere Seite sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Dann haben wir hier auf der Rückseite nochmal. Und die Rückseite, die ist halt bei allen gleich gehalten, weil dann steht hier nämlich nochmal das Meisterwerk von Oliver Stone und dann halt hier in einer limitierten Sonderauflage von nur 500 Stück mit exklusiver Statuette von Mickey Knox. Das haben die einfach übernommen, weil beziehungsweise diese Version ist halt nicht nummeriert. Ob die auf 500 Stück limitiert ist, weiß ich nicht. Dann war hier vorne halt nochmal den Rahmen und hier auch die Schrift nochmal hier alles so rot glänzend. Dann haben wir einmal Disc 1, den Hauptfilm. Und Disc 2 und 3 sind nochmal Bonus. Mit ja, halt Making of und ein Interview und so weiter. Das einzige Blöde ist bei dieser Edition, die Disc, also das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen unglücklich gelöst. Und zwar, wenn man das ja so im Regal hätte und das rausnehmen würde. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen blöd zu demonstrieren, aber das Problem ist halt, die fallen halt hier unten einfach raus. Also das kann man dann wirklich dann hier so rausschieben. Das ist ein bisschen blöd, weil im Regal hat man das ja so in der Hand und dann fällt das halt ja runter. Das ist ein bisschen blöd gelöst, finde ich. Aber naja, gut. Das ja, ist halt ein bisschen blöd. So, dann haben wir hier vorne halt einmal halt so einen riesen Karton, wo halt dann hier die Büste drin ist. Und ja, hier außenrum ist halt so eine Straßenkarte. Und dann kann man die Büste auch einmal eben kurz rausnehmen. Hier ist relativ leicht. Sieht aber sehr cool aus. Und hier unten wäre normalerweise dann halt die Nummer drauf geschrieben. Aber diese hier ist halt nicht nummeriert. Also von den Ohren vom, also wirklich von der Verarbeitung sieht echt cool aus. Also sieht wirklich sehr cool aus. Ja, hier drunter ist dann halt nichts mehr. Vorne halt nur hier ein Logo. Und hier unten dann nochmal so ein bisschen, ja, bla bla. Ein bisschen, ja, das interessiert ja keinen. Und dann haben wir hier einmal halt das 3-Disc-Set. Davon gibt es auch nochmal ein Set, das hat hier auch halt, halt wie die Box halt hier diesen glänzenden Rot, also das glänzt halt hier, also die Sonnenbrille und der Schriftzug. Davon gibt es halt noch eine Version, wäre cool gewesen, wenn die hier auch noch drin gewesen wäre. Aber hier ist halt die Standard 3-Disc-Edition drin. Ja, hier vorne halt nochmal dann Natural Born Killers. Und dann nochmal das gleiche wie auf der anderen Box. Das Ganze kann man dann hier schön aufklappen. Dann haben wir hier mal Disc 1 im Hauptfilm. Dann haben wir hier einmal nochmal ein Bild von Woody Harrelson. Dann noch weiter aufgeklappt haben wir halt Disc 2 ist halt nochmal Bonusmaterial. Und Disc 3 ist auch nochmal Bonus. Und wenn man dann hinter den Disc ist dann nochmal ein Motiv und zwar ist dann hier ein Highway. Oder was das ein Highway sollte ja sein. Das sieht sehr cool aus.
Aber ist ja cool, die Box. Die habe ich auch direkt damals von Laser Paradise gekauft. Ich weiß nicht, ob die davon noch welche hatten. Wo ich eine gekauft hatte, hatten die, glaube ich, noch drei. Das heißt, danach nur noch zwei. Dann kann man, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen einfach hier unten wieder reinschieben. Finde ich, ist ein bisschen blöd, wenn man das im Regal hat und dann will man das irgendwie rausholen und derjenige weiß das nicht. Wer das rausholt, dann fällt das halt hier jedes Mal raus. Ja, das war das 3-Disc Deluxe Limited Edition zu Natural Born Killers. Wirklich sehr cool aus, also mit dem Glossy hier und also mit dem Rot und dann halt der schwarze Hintergrund sieht sehr cool aus. Ja, das waren Natural Born Killers, die 3-Disc Deluxe Limited Edition mit der Büste. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö!